Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Wir haben es euch versprochen, wir kümmern uns um eure Fragen, die ihr beim letzten Video, also bei dem Fahrschulvideo, hattet. Und jetzt habe ich da nochmal den lieben Joachim neben mir, habe den aktiviert, dass der sich eure Kommentare anschaut. Und es sind auch ein paar wichtige Anrufe dann eingegangen bei Ämtern. Oh, ja. Genau, also stell dir mal kurz vor. Ja, hi, mein Name ist Joachim. Wie gesagt, ihr kennt mich unter dem Spitznamen J. Wir haben vor 12 Tagen, 13 Tagen ein Video aufgenommen und ein wahnsinniges Feedback von euch erhalten. Martin hat gleich gesagt, hey, wir müssen da dranbleiben. Und er hat gesagt, klar, gerne. Wenn ihr Fragen habt, hey, wer so viel Interesse zeigt, der hat es verdient, dass er da dann die Antworten darauf bekommt. Also von dem her, das war echt mega, hätte ich nie damit gerechnet. Also ich bin einfach nur baff. Ja, yeah. Also nicht wundern, wir haben das jetzt nicht am Küchentisch gemacht. Wir sind jetzt hier direkt in der Maisernte. Genau. Und haben gedacht, jetzt kommt der Joachim mal zu mir rauf aufs Führerhaus, weil ich so gern Mais fahre und er so gern das immer vor der Kamera für euch macht. Und deswegen machen wir das jetzt hier. Ich hoffe, es stört euch nicht. Und dann lassen wir jetzt aber Joachim seine Fragen beantworten. Ja. Viel Spaß euch. Gut, also ihr seht, ich habe hier ein Packen mitgebracht. Ich habe mich auch darauf vorbereitet. Das waren über 14 Blätter, die wir ausgedruckt haben. Es ging teilweise um die Fahrerlaubnisklassen, da werden wir noch ein bisschen nachsteuern. Es sind ein paar Fragen gekommen über Stützlasten und noch ein paar spezielle Fragen, wann man was fahren darf. Ich fange mal an, und zwar viele haben gefragt, wegen dem Oldtimer. Darf ich aufs Oldtimer-Treffen fahren mit der Fahrerlaubnisklasse L und T? Das BMDV hat mal entschieden, dass ein Oldtimer-Treffen Brauchtumspflege ist bei uns in Bayern. Und bei den Landratsämtern ist dort der Ministerialerlass hinterlegt. Das bedeutet, ja, es ist Brauchtum. Ja, ihr dürft mit L und T auf diese Treffen fahren. Mit 16 oder mit 18? Mit 18. Das ist wichtig. Das ist wie beim Fasching auch. Ihr müsst aber 18 sein. Und das hat jetzt aber nichts mit einer speziellen Veranstaltung zu tun. Doch, leider auch dieses. Okay, also es muss dann eine öffentliche Veranstaltung von einem eingetragenen Verein sein, oder? Genau. Also das muss als Oldtimer-Treffen angemeldet sein. Wenn ihr jetzt sagt, hey, lasst uns mal unsere alten Fahrzeuge rausholen, einen Sonntagsausflug machen, dann funktioniert das leider nicht. Ja, also es muss ein Oldtimer-Treffen sein, angemeldet. Das ist ganz wichtig. Ne? Ich hoffe, die Frage für alle, die es drin hatten, ist hoffentlich somit ausreichend beantwortet. Was natürlich auch funktioniert, wenn ihr kleine Schlepper habt, die unter 3,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse liegen, dann könnt ihr das natürlich logisch auch mit B fahren. Weil die Fahrerlaubnisklasse B berechtigt euch ja zum Führen von Kraftfahrzeugen, alles was einen Motor hat, bis zu einer zulässigen Gesamtmasse von 3,5 Tonnen. Das war auch so eine Frage, ne? Genau, einer hatte gefragt, das war Adhero KK3JU. Und zwar gab es mal die Anregung, ob die Fahrerlaubnisklasse B auf 4,25 Tonnen generell erhöht wird. Das war im Verkehrstag in Brüssel. Das wird nicht stattfinden. Es gibt, wie ihr auch geschrieben habt im Video, in den Kommentaren, alternative Antriebe bis 4,25 Tonnen, aber nicht generell. Also B bleibt bei 3,5 Tonnen, es sei denn, ihr fahrt irgendwie alternative Antriebe, große Fahrzeuge, dann dürfen die, ist aber noch nicht durch. Also wir müssen das aushalten bis 2023 Ende. Dort wird es dann entweder ins Gesetz aufgenommen oder nicht. Achso, und wenn der Häcksler umzieht, dann sagt ihr euch das über Funk, oder? Naja, wir haben alle Funk. Mhm. Wir haben alle Funk. Ach, da ist er. Das ist brutal. Der Anhänger. 10 Meter Wechselbrücke. Abschieber. Echt jetzt? Ja. Also, leg los. Gut. Dann gab es noch Fragen zur Besitzstandswahrung, und zwar bei älteren Fahrzeugen. Ja, es gibt ja Fahrzeuge, die mussten früher, wenn sie zulassungsfrei waren, kein Bremslicht haben. Das ist die Frage, ja, okay, ich will aufs Oldtimer-Treffen fahren und vielleicht möchte ich einen Anhänger mitnehmen, der mit Bremslicht dann ausgestattet ist. Die Problematik ist ganz einfach. Wenn die Zugmaschine keine Bremslichter hat, der Anhänger aber schon, weil er einfach aus einem Baujahr raus ist, wo das Pflicht war, dass die eingebaut waren, dann müsst ihr die auch betreiben. Ja, also das wird dann nicht funktionieren, zu sagen, ja gut, Zugmaschine kann es nicht, dann fällt auch das Bremslicht am Anhänger weg. Das wird so nicht funktionieren. Ja. Dann war noch eine Frage, wie gesagt, also alles, was Besitzstand war, darf auch so bleiben.
Also wenn da keine Gurte verbaut sind und so weiter. Ganz normal, das können wir eigentlich auch gleich noch machen. Wenn ein Gurt vorhanden ist, muss. Also die Gurtpflicht, wer es genau wissen will, ist meine 1980 eingeführt worden. Und zwar, den kennt er alle, und zwar Jochen Danner, der war früher Testfahrer. Der hat sich mit 80 Sachen mit dem Auto aus der Kurve rausschmeißen lassen, zum Testen, ob der Sicherheitsgurt funktioniert. Geiler Typ. Also der war gut. Ja, ganz viele Menschen gerettet. Dann war noch eine Frage, und zwar Klasse L, Klasse T, zulässige Gesamtgewichte. Zulässige Gesamtmasse wird aus der STVZO rausgenommen und dort darf halt ein Einzelfahrzeug bei uns als Baureihe maximal 32 Tonnen zulässige Gesamtmasse aufweisen. Also das heißt, der Fahrzeughersteller, wenn er etwas baut, kann ein Einzelfahrzeug bis zu 32 Tonnen zulässiger Gesamtmasse bauen. Ja? Die kann ich mir natürlich auch dann anhängen. Aber wenn ich natürlich dann mit der Zugmaschine und mit dem Anhänger dann voll geladen bin, kann ich jetzt sagen, jo, der darf ja 32 Tonnen. Nein, bei uns ist halt einfach 40 Tonnen Schluss. Das ist einfach so. Ja? Außer im kombinierten Verkehr, aber das haben wir nicht. Also sprich, wenn wir irgendwas auf dem Hafen umschlagen oder so, dann dürfen wir 44 Tonnen haben mit Wechselcontainer, aber das haben wir ja nicht. Ne? Wahnsinnig, wie du abgeschirmt bist hier, gell? Geil. In der Kabine. Ja. Das ist schon heavy. Also, und wie selbst die Kabine auch mitfedert. Also, ja, meistens ist ja ungefedert. Ja, aber die federt brutal mit. Ja. Die ist richtig geil gemacht. Das ist Mister, ich fahre mehr rückwärts als vorwärts. Okay. Weil der nicht umdreht. Also der fährt lange entlang rückwärts. Im Spiegel. Zack, zack. Hat der vorne hinten Zwangslenkung dann, ja, hin, oder? Ja, vorne hinten. Alter, das musst du aber auch beherrschen, das Ding, oder? Ja, der. Der macht nichts anderes. Der ist Gott. Dann machen wir weiter. Es kam auch eine Frage auf, ja, mit den C1. Das Problem ist, wir sind in einer Übergangszeit, wo es noch viele Leute gibt mit dem alten Dreierführerschein. Und beim alten Dreierführerschein haben wir automatisch L mit dabei, C1. Bei dem L gibt es dann nur eine Schlüsselzahl. Ihr dürft bis 40 km pro Stunde fahren im Gespann, wenn ihr nachweislich eine Achse habt. Also das heißt Tandemachse mit einer Achsabstand weniger wie 1 Meter. Dann kann der alte Dreierführerschein, der jetzt ja B und C1 hat, dieses Gespann fahren. Und so kommt es zustande, dass viele Leute mit dem Bulldog noch Holzrecht wahrnehmen. Ja, weil es sind auch Fragen kommen, ja, wie schaut's aus, privat Brennholz machen. Privat ist privat. Ja. Das heißt, es ist kein land- und forstwirtschaftlicher Zweck, auch wenn ihr in der Forstwirtschaft unterwegs seid, aber es ist privat. Und der alte Dreierführerschein, mit dem ist es kein Problem, weil du fährst halt C1, das heißt der Schlepper, ZGM, 6 Tonnen, ja, oder was habe ich heute in der Prüfung gehabt? Ein Fendt Turbomatic 311er, der hat 6,9 Tonnen zulässige Gesamtmasse. Perfekt. Geil. Ja. Alter Dreierführerschein, jetzt B oder dann eben C1 kannst du fahren, Bastelstein-Anhänger hinten hin. Und das ist die Problematik, wo ich sehe, dass die Leute da noch nicht mit klarkommen. Der B-Führerschein wurde so beschränkt, damals im Jahre 99, wo diese EU-Führerscheine gekommen sind. Wir sind runtergekommen von 18,75 Tonnen in der Kombination, was man mit dem Autoführerschein fahren durfte, auf 3,5 Tonnen. Das ist der Wahnsinn. Das war ein absoluter Wahnsinn. Ja, und daher kommen immer diese Fragen auf. Also nochmal ganz kurz zur Erklärung. Wenn ihr die Klasse L habt, dann dürft ihr halt land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen fahren mit einer Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit. Hast du zufällig eine Zulassungsbescheinigung da? Guck mal. Und das steht im Feld T drin. Ja? So. Genau. Bei uns haben wir jetzt das T eben als 60 eingetragen. Mhm. Und das ist das Feld. Ja. Und da muss zwingend 40 drinnen stehen, wenn ihr Klasse L habt. Oder wenn ihr halt Klasse T habt, aber noch nicht 18 seid. Das Feld T steht ganz oben, also von ganz euch aus gesehen, oben. Da ganz oben im Eck am Fahrzeugschein. Rum, vielleicht sehen Sie es ja. Also ich Datenschutz. Machen wir mal lieber Datenschutz. Also, nee, alles gut. Gut. Also das ist halt wichtig, dass ihr da aufpasst. Es war eine Frage, ja, wenn ich dann plus 40 fahre, das funktioniert nicht, Leute. Das muss die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit sein, wo wirklich in der Zulassungsbescheinigung halt 40 drinnen steht. Manchmal findet ihr in dem Feld T auch einfach einen Strich drinnen. Dann müsst ihr runter gucken in dieses Feld 22. Das sind Sonderregelungen. Da steht dann meistens zu T 40 km/h drin. Ja, und dann dürft ihr das mit L fahren oder eben mit T, wenn ihr noch keine 18 seid. Gut, wir schließen mal ein bisschen auf. Ja, ich mache gleich mal nur ein bisschen weiter, wenn es euch nicht stört. Und zwar eine Frage, die ist
hochinteressant und da hat auch der Martin gesagt, er versteht es auch nicht, ich verstehe es leider auch nicht. Und zwar, ihr erwerbt die Fahrerlaubnis Klasse T. Ihr dürft, wie ihr seht, ja riesige Maschinen fahren, auch riesige Anhänger. Und dann macht ihr einen B-Führerschein und bekommt nicht den Anhänger fürs Auto mit dazu. BE. Genau, ihr bekommt nicht den BE-Führerschein zuerkannt. Obwohl du Druckluft machst, du hast ja fachspezifische Fragen dann dazu. Also gerade beim T, wo ja alles ein bisschen aufwendiger ist. Und ja, und auch diese Abmessungen, wo du fährst. Ja, genau. Ne? Also wenn der nicht Anhänger fahren kann, vorwärts, rückwärts, dann weiß ich auch nicht. Und ich kann euch die Frage nicht beantworten. Ich habe mir erlaubt, dem Bundesministerium eine E-Mail zu schreiben mit Bitte um Klärung dieser Frage oder ein Statement dazu, warum das so ist. Ich habe noch keine Antwort erhalten. Wenn ich eine Antwort erhalte, werde ich es auf jeden Fall Martin weitergeben. Oder hocken wir wieder zusammen auf dem Bulldog, weil es ist echt schnuckelig hier. Ja. Und werden das natürlich beantworten oder euch auf jeden Fall so darlegen, wenn eine Antwort kommt. Vielleicht sind sie nur im Sommerurlaub, wer weiß. Ja, wir haben jetzt Antwort erhalten vom Bundesministerium für Digitalisierung und Verkehr. Und zwar ging es ja um die Frage, warum kriegt man nicht BE mit, wenn man die Klasse T hat. Also es geht um Folgendes, die ganzen Fahrerlaubnisklassen sind im Zuge der EU harmonisiert, nur nicht die Fahrerlaubnisklassen für die Land- und Forstwirtschaft, weil da geht es, das ist länderspezifisch, da hat jedes eigene Land seine eigenen Fahrerlaubnisklassen dafür, für die Land- und Forstwirtschaft. Und die schreiben halt als Antwort, weil man ja auch dann schneller fährt wie 60 Kilometer pro Stunde und da sich das Fahrverhalten vom Auto durch den Anhänger stark verändert und damit man auch auf die Autobahn fährt, wird das nicht bei der Klasse T miterteilt. Das war die Antwort vom Ministerium. Ich kann es auf eine gewisse Weise nachvollziehen, dass man sagt, okay, wenn ihr dann natürlich schon einen schweren Anhänger dran habt und dann schnell fahrt. Auf der anderen Seite ist halt Ländersache. Deutschland hat sich so entschieden, dann muss man es so akzeptieren. Ja, und jetzt geht's weiter im Video. Eine Frage war noch drin und zwar, eure Fahrzeuge sind mit 60 eingetragen, laufen aber vielleicht in der Regel einfach 61, 62 Kilometer pro Stunde laut Tacho oder laut GPS. Dürft ihr damit auf die Autobahn? Ganz klar, nein, ihr dürft nicht auf die Autobahn. In diesem Feld T, wo wir euch gerade erklärt haben, da muss mindestens eine bauartbestimmte Höchstgeschwindigkeit von 61 Kilometer pro Stunde drinstehen. Jetzt hast du einen Anhänger, der vielleicht auf 60 oder 40 zugelassen ist, den kannst du auch nicht mitnehmen, weil du dann kannst du ja keine 61 fahren, ne? Also das ist ganz wichtig, wenn ihr auf die Autobahn wollt, dann muss das Zugfahrzeug eine bauartbestimmte Höchstgeschwindigkeit von 61 km pro Stunde im Fahrzeugschein eingetragen haben, auch wenn das Ding vielleicht von Haus aus 62, 63 fährt. Das funktioniert nicht. Also ja, nicht auf die Autobahn. Jemand hat gefragt, hey, wo kann ich was nachlesen zwecks Brauchtumspflege? Das ist immer meistens im Ministerialerlass drinnen. Das heißt, das kriegt man so über die Gesetze gar nicht raus, sondern da müsst ihr euch wirklich mit euren Landratsämtern in Verbindung setzen, weil auch das Führerscheinrecht leider Föderalismus ist. Das heißt, auch jedes Bundesland kann dahingehend noch extra Verordnungen erlassen. Als kleines Beispiel vielleicht, ihr kennt alles dieses begleitete Fahren. Das war ein Pilotprojekt, das hat angefangen in Bayern und Baden-Württemberg. Sachsen, Sachsen-Anhalt hatte schon ganz lang die Fahrerlaubnisklasse AM mit 15. Ja, wir in Bayern aber nicht. Wir haben das ja erst seit letztem Jahr oder vorletztem Jahr. Jetzt kommt es auf, weiß ich nicht, lese ich nach. Und das Problem war, der 15-Jährige, der das gewohnt war, in Sachsen droben mit 15 einen 50er Roller zu fahren und hat gemeint, der kann das hier im Urlaub auch machen und den haben sie aufgehoben, war Fahren ohne Fahrerlaubnis. Ja, weil auch das Führerscheinrecht in bestimmten Sachen Ländersache ist. Ja, und deswegen bitte immer in eurem Bundesland das Landratsamt anrufen, nach dem Ministerialerlass fragen und fragen, hey, steht da noch speziell was zu einer Regelung von Brauchtum etc. Ja, aber bei uns in Bayern ganz gesichert, Fasching, Oldtimer-Treffen, wenn es angemeldet ist, könnt ihr fahren, aber ihr müsst 18 sein. Nochmal ganz wichtig, 18. Waren viele coole Fragen dabei, ja? Voll geil. Also und genau, wenn man mit L-Anhänger fährt, hat einer geschrieben, muss dann auch das 25er-Schild drauf sein. Nein, natürlich nicht. Du darfst dir, nochmal, ihr dürft bei der Fahrerlaubnisklasse L euch immer einen Anhänger hinten dran hängen. Egal, ob der 25er, also zulassungsfrei, ein 40er, ein 60er Anhänger, ob Druckluft gebremst oder nicht.
Das spielt keine Rolle in Bezug auf eure Fahrerlaubnis. Wichtig ist, wenn ihr den Anhänger dranhängt, dann dürft ihr nicht schneller fahren wie 25 km pro Stunde. Auch wenn ihr das könntet, weil der Bulldog ja 40 läuft. Aber man darf es nicht. Sonst ist es nicht die Fahrerlaubnisklasse L. Ja? Also das wäre auch noch ganz wichtig, dass, weil da waren auch noch einige Fragen dazu. Also bitte, 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 wenn ihr nur die Klasse L habt und einen Anhänger dranhängt, ihr dürft nicht schneller fahren wie 25 km pro Stunde im Anhängerbetrieb. Ihr müsst auch kein 25er-Schild drauf machen, ja, weil wenn er auf 40 zugelassen ist, hat er ja sein 40er-Schild drauf. Dann war noch eine Frage, wenn der Unimog 80 läuft und einen zulassungsfreien Anhänger dranhängt, wie schnell er dann fahren darf. Zulassungsfreie Anhänger dürfen nur bis 25 km pro Stunde betrieben werden. Heißt, er darf nicht schneller fahren wie 25 km pro Stunde. Ja, ein bisschen was zum Kennzeichen. Das ist auch wieder gefragt worden. Grünes Kennzeichen, schwarzes Kennzeichen. Die Farbe des Kennzeichens, das hat nur was mit dem Steuerrecht zu tun. Das bezieht sich niemals auf die Fahrerlaubnis. Ja? Haben wir jetzt aber eigentlich im anderen Video schon gut haben wir schon erklärt, ja, ist aber immer wieder, anscheinend habe ich es vielleicht nicht deutlich genug herausgestellt. Wie gesagt, wenn ihr den Fahrzweck habt, dass es unter die Fahrerlaubnisklasse T fällt, dann ist es egal, ob die Nummer schwarz oder grün ist. Ja, das hat nur was wieder mit der Steuer zu tun. Mehr nicht. Ich kann nur nochmal vielen, vielen Dank sagen, ihr habt uns echt, also auch nur ein nettes Feedback geschrieben. Es war nichts dabei, wo ich sagen muss, hoi, komischer Kommentar. Also da bin ich auch ganz stolz auf die Leute, die meine Videos anschauen oder die unsere Videos anschauen. Die haben wir schon gut erzogen. Also die sind schon cool drauf, das ist schon so. Das stelle ich aber auch immer fest. Ja, also super. Und mir macht es halt auch deswegen so viel Spaß, die Ausbildung, weil Leute, ihr habt Bock auf diese Fahrerlaubnisklasse. Das heißt, für mich als Ausbilder ist es einfach nur geil. Ja, also Leute, die arbeiten wollen. Ja, ja. Genau, es war nur was mit Stützlasten und zulässigen Gesamtmassen. Da kann ich vielleicht nur kurz was sagen. Die Stützlast ist ja die Last, mit dem der Anhänger auf das Zugfahrzeug drauf drückt. Und jetzt sagt er da eine, boah, die große Mulde hat 4 Tonnen Stützlast, wo sie abgeben kann. Und der Bulldog hat aber nur 3 Tonnen Stützlast, die er aufnehmen kann. Naja, solange ich nicht mehr wie 3 Tonnen Stützlast auf den Bulldog draufbringe, ist ja alles okay. Das ist jetzt eine Sache, wie kriege ich das natürlich raus? Ja, eine Stützlastwaage wie beim Auto funktioniert natürlich nicht. Ja, da muss man natürlich dann schon gucken, dass man dann eben von der Beladung ein bisschen drunter bleibt, ja, wenn die K80 halt einfach nicht so viel Stützlast aufnehmen kann. Aber da geht es nicht darum, dass du von Haus aus 4 Tonnen automatisch hinbringst, sondern wenn er halt nicht vollgeladen ist, dann hat der keine 4 Tonnen Stützlast, die er abgibt oder mit der er draufdrückt, und dann ist das auch legitim. Ja, das ist wie im Auto auch zwischen, was kann ich maximal anhängen und was hängt jetzt wirklich am Haken. Okay. Ja, dann sind wir jetzt doch ganz schnell durchkommen. Ja, genau. Jetzt genießen wir noch die Fahrt. Jetzt wird noch ein bisschen Mais ballert. Ja, da wird auch das ein oder andere Video noch auf dem YouTube-Kanal kommen. Schaut da auch mal gern vorbei oder auf Instagram. Ansonsten bei der Fahrschule Tischmacher. Da arbeiten mehr so nette Menschen wie er. Nochmal vielen Dank an dich, Jörn, dass du dich da nochmal reingekniet hast und dass du Bock gehabt hast, so deine Zeit hier nochmal mit uns zu verbringen. Und dann sagen wir in diesem Sinne vielen Dank. Und ja. Ich sage auch danke nochmal, Martin. Mir macht das riesen Spaß hier. Vielleicht behalten wir das ein bisschen bei, diese Zusammenarbeit. Mhm. Und nochmal ganz, ganz dickes Lob an euch hier. Bleibt dabei hier. Das macht Spaß. Ich sage auch danke. Servus. Ciao, ciao.